Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns heute in Fort Triumph. Es soll ein rundenbasiertes Spiel sein. Das werden wir uns jetzt heute mal zusammen angucken. Da wir hier noch nie waren, können wir nicht fortfahren. Es gibt auch Multiplayer, wie es aussieht. Geplänkel ist bestimmt wie in Siedler oder Age of Empire, dass man einfach so spielen kann. Aber da wir uns das Spiel ja mal angucken wollen, machen wir ganz normal Kampagne. So. Verschiedene Fraktionen. Menschen sind als Hobbyarbeiter gut im Heben, wodurch sie eben zwei verwenden können. Nur in Geplänkel. Ah, nur in Geplänkel, also können die dann wahrscheinlich auch nicht freischalten. Aua, tot, was ist das? Wenn der Permatod deaktiviert ist, können gestorbene Helden in Städten erneut angeheuert werden. So, ne, das können wir ja mal so lassen, wa? Schwierigkeitsgrad normal. So, welche Umgebung? Grasland? Ah, die sind noch nicht freigeschaltet, okay. So, dann werden wir ganz normal jetzt hier Grasland mal spielen. Ist das schick gemacht bis jetzt? Mal gucken, was wir machen müssen und wie es uns gelingt. Die Nacht brach herein und das Gasthaus zur heißen Suppe war gut besucht. Das Volk war wegen der Unruhen besorgt und spülte seinen Kummer mit Getränken hinunter. Ein verschleiertes Wesen nähert sich dem Eingang des Gasthauses, wo ein großer Troll bedrohlich herumlungert. Sei gegrüßt. Darf ich in dieses Haus eintreten? Der Türsteher mustert das fremde Wesen. Nee, irgendwas stimmt mit dir nicht. Probier es mal mit dem Hintereingang. Der ist für Gestalten mit zweifelhaften Ruf und so. Das fremde Wesen nickt kurz und verschwindet, gebückt in der Dunkelheit. Danke sehr. Du sollst beim Schleichen lieber in die Knie gehen. Das ist für den Rücken besser. Die dunkle Gestalt nickt dankbar ob der aufmerksamen Bemerkung und schleicht mit elastisch federnden Knien davon. In der Zwischenzeit im Gasthaus zur heißen Suppe. Und seitdem die Gerechtigkeitsfabrik geschlossen wurde, finde ich keine Arbeit mehr. Und Liandra hier hat das Stipendium verloren. Ich hab's immer schon gesagt, es gibt keine Gerechtigkeit. Naja, im Lager gibt es sie noch, aber das wird nicht mehr lange so bleiben. Liandra starrt verloren die Wand an und seufzt. Die verdammten Adligen sind schuld, weil sie mit unserem hart verdienten Münzen tun, was sie wollen. Aber es ist ihr gottgegebenes Recht, das zu tun, wie die Schriften es gebieten. Kapitel 7 von Die Sitten von Arno Dasumal besagt, die Herrin des Sees ihre Arme gewandet in. Gewandet in, okay. Liandra fährt aus ihrem Tagtraum auf. Hey, warum bilden wir nicht unsere eigene Gruppe? Ey, wie kommst du jetzt darauf? Wir brauchen die Münzen und wir sind eine fähige Gruppe. Wir könnten uns direkt anheuern lassen und uns die Verträge aussuchen, die uns gefallen. So müssen wir uns von keinem was sagen lassen. Gefällt mir. Ja, so können wir den Schurken und den bösen Plänen ein Ende bereiten. Verdächtig verschleiertes Wesen stolpert und rammt Solaris. Ups, tut mir leid. Kein Problem. Wo waren wir? Ah, genau. Wir brauchen ein Wappen und auch eine Kampfstandarte. Also scheinbar hat die Gilde geschlossen, also wurde geschlossen und wir sind jetzt freie Abenteurer. Die Stimme von Solaris ist nicht mehr zu hören,
als das fremde Wesen die andere Seite des Gasthauses erreicht, wo ein furchterregender Goblin-Häuptling wartet. Der Häuptling nickt, als sich das Wesen nähert und Platz nimmt. Das verschleierte Wesen holt ein schweres Paket hervor und gibt es dem Häuptling. Sind wir im Geschäft? Gabarak untersucht das Paket, schüttelt es sanft und nickt. Das Paket wurde geschlossen. Der Pakt wurde geschlossen. Das verschleierte Wesen lacht wie besessen. Muhahaha. Gabarak zeigt auf ein Schild über ihn. Ein böses Lachen nach Mitternacht. Interessantes Schild. Akt 1. Die Goblin-Invasion. So. Was, wo gehen wir denn jetzt hin? Also. Bewege den Paladin mit rechter Maustaste. Alle Aktionen kosten Aktionspunkte. Die AP-Anzeige. Bestimmt die hier. 3 Aktionspunkte. Also, wenn wir hier hingehen, kostet uns das 1 AP. Also, wir würden... Können wir ihn nicht so direkt angreifen? Also wenn wir auf Angreifen gehen, stehen wir immer hinter ihm. Aber es gibt 2 Skelettschwächling. Wo ist denn der andere? Ah, da hinten. 4 Lebenspunkte. Okay, also werden wir mal probieren. Rechte Maustaste, hat er ja gesagt, ne? Ah, wir haben ihn von hinten erschlagen. Jetzt darf er sich bewegen. Und unsere Anzeige, die AP-Punkte, ist wieder aufgeladen. Um Feinde anzugreifen, visiere sie an und drücke rechte Maustaste. Hammerschlag kostet 2 AP und setzt voraus, dass du neben dem Ziel stehst. Hammerschlag. Naja, wirklich neben dem stehen wir jetzt ja nicht, ne? Ihn ja auch einfach so angreifen. Oder nicht? Hat ja eben auch geklappt. So, jetzt spielen wir den Jäger. Drehe die Kamera mit Q und E. WASD. Deine Chance, Feinde hinter einer Deckung zu treffen, ist gering. Flankiere den Bauern und greife ihn dann mit deinem Bogen an. Okay. Die Aktionsaufschlüsselung am oberen Bildschirmrand sagt dir, ob sich dein Feind hinter einer Deckung befindet. Also von hier könnten wir ihn jetzt nicht treffen, dann scheinbar, oder? Was ist denn, wenn wir... Also wir haben 3 Aktionspunkte. Ja, da hingehen kostet 1. Und jetzt ihn angreifen. Okay, wir haben trotzdem den Baum getroffen. Obwohl wir ja in einer geraden Linie geschossen haben. Okay, da muss man jetzt ein bisschen dann aufpassen. Können wir den jetzt angreifen? Auch nicht, oder wie? Wir sind zu nah dran, oder was? Okay, wir müssen mit dem Jäger ein Feld Abstand wahren. Um ihn angreifen zu können. Den Gegner.
Fernkampfhelden können die Fähigkeit Beobachtung einsetzen, die ihnen ermöglicht, den ersten Feind anzugreifen, der sich in ihrer Sichtlinie bewegt. Nutze diese Fähigkeit, um das Skelett zu töten. Wirkungsmodus. Drückst du Zug beenden? Setzen alle Fernkampfhelden automatisch Beobachtung ein, wenn sie genügend Aktionspunkte haben. Ah, okay. Wir waren zwar in Deckung durchs Knien, aber da wir über den Baumstumpf schießen konnten, das funktioniert. Also, stoßen und ziehen führen zu physischen Interaktionen, die Schaden und andere Effekte verursachen. Versuche, die Jungspinne in einen Stein zu treten. Linke Maustaste für Fähigkeit auswählen. Okay. Also wir müssen... Wie kosten das? Zwei Aktionspunkte. Also wir gehen jetzt hier hin. Wählen die Aktion aus. Und dann auf das Ziel. Gelähmte Feinde verlieren 2 AP und können nicht angreifen. Im nächsten Zug nach ihrer Lähmung haben Einheiten Schutz vor Lähmung. Und 2 physische Interaktionen sind nötig, um sie zu lähmen. Fügen den Spinnling weiteren Schaden per Tritt zu, um sie zu töten. Wir können jetzt... Wie macht man das? Hier kostet uns auch ein. Aber wir sollen sie ja gegen Stein treten. Ob Baum auch funktioniert, ist dann fraglich. Also gehen wir dorthin. Wählen das aus. Dann gehen wir jetzt hier hin. Oh, wir haben sogar einen Stein kaputt gemacht. Okay. Können Gegner auch gegen Steine treten. Das Umstoßen von hohen Objekten kann Feinde auch betäuben. Ah, so wie der Stein hier. Das zeigt uns dann wohl an, dass man damit interagieren kann, ihn umtreten kann. Bei Bäumen geht das scheinbar auch. Setze Wirbelwind ein, um den Baum auf den Kopf des Goblin-Speers fallen zu lassen. Müssen wir doch bestimmt wieder in Sichtlinie sein, oder? Dann gehen wir mal hier. Was kostet das schon wieder? 2 Aktionspunkte. Dann gehen wir jetzt hier hin. So, jetzt will er abhauen. Setze weiter Wirbelwind ein, um den Goblin Scout mit Hilfe der Umgebung zu töten. Vergiss nicht, dass gelähmte Einheiten nicht angreifen können, bei ihrem nächsten Zug Schutz vor Lähmung genießen. Da müssten wir ja dahin, warte mal, wie steht, er steht ja hier, dahin bewegen. Dann Wirbelwind. Wird jetzt alles, ist ja noch alles Tutorial, damit wir die Einheiten kennenlernen und was sie können. So, Einheiten können auch betäubt werden, indem sie von anderen Einheiten getroffen werden. Setze Wurfhaken ein, um einen Goblin-Räuber in den anderen zu ziehen und so beide zu betäuben. Was denn von hier? Nee, ne? Also man kann die nur nach vorne ziehen, das Pfeil zu sehen. Aber können wir... Die stehen ja halt nicht hintereinander.
könnten doch aber hier drauf anwenden, gegen den Stein, oder nicht? Wir testen das einfach mal. Das hat ihm zumindest Schaden verursacht. Ah, wir haben es falsch gemacht, oder was? Ja, dann müssen wir uns ja... Ah, okay. Von hier aus geht das wohl. Ja, aber getötet haben sie damit ja nicht, also nur betäubt. 3 Monate später. Gut, gehen wir nochmal alles durch. Ich glaube, dass wir uns in einigen Bereichen verbessern können, aber es wird langsam. Seine Rede während des Überfalls war beispielsweise sehr inspirierend. Glaubst du, dass mich jemand trotz der Schreie der Banditen gehört hat? Nun, ich würde gerne über unser Timing sprechen. Außerdem würde ich dich bitten, Evon, dass du das Haus des Bürgermeisters beim nächsten Mal nicht mehr ausraubst. Da drin gibt es aber die besten Sachen. Ja, aber er war unser Kunde und es ist schon schwierig genug, Aufträge zu finden. Aber wenn sich die Nachrichten von unseren Heldentaten verbreiten, werden wir uns vor Angeboten kaum noch retten können. Ich habe keine Lust mehr, in Weiterempfehlungen bezahlt zu werden. Ja, das ist wirklich entwürdigend. Außerdem muss ich meine Studiengebühren bezahlen. Ein anderer Auftrag also? Wir könnten auf dem Auftragsblatt nachsehen. Ein Versuch ist es wert. Die drei Helden stehen vor dem Auftragsbrett und lesen sich durch, wie viele Ratten sie töten oder wie viele Kräuter sie sammeln sollen. Seht nur, ein Aushang von Aurelien. Ihr Anwesen soll so groß sein, dass ihre verdammten Lakaien Butler brauchen. So. Natürlich brauchen diese Butler selber Lakaien, die sie rumkommandieren können. Ich frage mich, ob die auch Butler haben. Leandra läuft das Wasser im Mund zusammen. Oh, dieser Auftrag setzt 4 Helden voraus und wir sind nur zu dritt. War ja klar. Moment, seht euch das an. Abenteurerin sucht Gruppe. Das könnte unser 4. Mitglied für die Quest werden. Ich arbeiten hat? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ich arbeite hart, schlage hart zu. Nehme es mit Moral nicht so genau. Ihr Lebenslauf. Und ihr Lebenslauf dann. Der Treffpunkt befindet sich gleich hinter diesem Hügel. Lasst uns diese Abenteurerin suchen, uns mit ihr zusammenschließen und den lukrativen Auftrag von Aurelien erfüllen. Öffne deine Stadt, indem du linke Maustaste draufklickst. Kaufe Gruppengröße Aufwertung in der Stadt. Also jetzt erstmal die Stadt klicken. Dies ist deine Stadt. Hier kannst du Helden und Aufwertung kaufen, sowie Gebäude errichten oder erwerben. Wähle die Gilde und kaufe die Gruppengröße Aufwertung. So, was ist jetzt die Gilde? Rathaus, Universität, Festung, Gilde. Oh, die haben wir doch noch gar nicht. Also wir können unsere Gruppe jetzt erhöhen. Das kostet uns natürlich alles, was wir haben. So, verlasse die Stadt auf der Suche nach dem 4. Gruppenmitglied. Du kannst jederzeit in die Stadt zurückkehren, um Gebäude zu errichten und Aufwertungen zu kaufen, indem du auf das Stadtsymbol links klickst. Okay, also wir können Inventar vergrößern, Waffen wohl upgraden, Rüstungen. Hier ist noch Beschleunigen, reduziert Abklingzeit für alle physischen Fähigkeiten. Also wenn eine der Fähigkeiten hier nicht direkt in der nächsten Runde wieder aktiv ist, können wir die Abklingzeit verbessern. Schuhe. Tempo erhöhen, okay. Hier gibt es verschiedene Sachen. Wir haben ja gerade das ausgegeben. Ich dachte, es wäre Gold, aber es sind ja so Anhänger.
Ansehen ermöglicht den Kauf von Gildenaufwertungen. Ansehen wird durch gute Leistung im Kampf verdient. So, das hier. Magie. Ermöglicht den Kauf fortgeschrittener Gebäude. Ah, man hat auch tägliches Einkommen bei dem hier. Wahrscheinlich durch irgendein Gebäude. Rübenmünzen ermöglichen den Kauf von Gebäuden und Einheiten. Momentan verfügbar. Tägliches Einkommen. Okay. Helden. Das sind andere. Ah, okay. Wir könnten auch noch andere Helden kaufen. Oder anwerben. Momentan haben wir die drei hier unten. Und ja auch nur Platz für einen vierten. Was ist das für eine Fähigkeit? Ah, negativ. Bringt schlechte Leistung unter Druck. Selten positiv. Hat sich kaum im Griff. Plus 1 Kraft für jeden getöteten Feind. Negativ. Okay. Ist fraglich, ob man die hier also kaufen könnte. Und dass die dann in der Stadt bleiben, die sozusagen bewachen. Gucken wir mal Festung. Stadtverwaltung. Erhöht die Münzproduktion von 125 auf 250 pro Tag. Ja, also das sollte man ja vielleicht mal als erstes dann in Angriff nehmen, wa? Stelle. Erhöht die Schrittanzahl der Gruppen. Einheiten mit Nahkampffähigkeiten schlagen zurück, nachdem sie von einem Nahkampfangriff getroffen wurden. Ah, also wenn uns ein Feind angreift, schlägt unser Held automatisch zurück dann. Das ist sehr teuer. Kostet auch sogar diese Magiepunkte. Zitadelle. Erhöht das Heldenlimit um 2. Insgesamt, also plus 4 insgesamt. Wer Zugriff auf fortgeschrittene Gebäude erhöht die von Helden gewonnene EP um 10%. Plus 20 maximal. Erhöht die Rübenfarmproduktion auf 125 Rübenmünzen pro Tag. Nicht mit anderen Rübendistillen stapelbar. Okay. Also da steht, wir erfordert Stadtverwaltung Universität 1. Stadtverwaltung haben wir noch nicht. Komm hin hier wieder weg. Ah, so doppelt drauf. Aber wir haben ja das hier. Also automatisch kriegen wir schon 10% mehr Erfahrung. Rathaus. Kann aufgewertet werden. Hier haben wir aber nicht genug Geld für. Wert. Ja, nicht genug Geld. Wie bekommen wir denn jetzt diese Magiepunkte? Hm. Also gibt es scheinbar ja irgendwie ein tägliches Einkommen. Okay, dann gehen wir jetzt mal die Stadt verlassen. Dies ist die Weltkarte. Hier kannst du erkunden und mit Monstern, Events und Orten interagieren. Die gegnerischen Fraktionen wird ebenfalls erkunden und in jeder Runde an Stärke gewinnen. Du solltest dich also beeilen. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Tutorial abgeschlossen. Du kannst jetzt die Welt frei erkunden. Dein aktuelles Ziel ist es, den vierten Helden zu finden. Und das solltest du gleich tun, um deine Heldenriege zu erweitern. Viel Glück. Triff dich mit dem der vierten Helden. So, aber erstmal gucken. Die Anzahl der Bewegungsschritte, die der Gruppe zur Verfügung stehen. Mit Bewegungsschritten bewegt sie sich auf der Weltkarte fort. Die Bewegungsschritte werden jeden Tag aufgefüllt. Ist das hier? Gruppen haben noch Bewegungsschritte übrig. Ich kann heute ein Gebäude bauen. Also das ist auch mit Tagen hier scheinbar. Wir können später drei verschiedene Heldengruppen haben. Scheinbar drei Städte, so wie das ausschaut.
Ah, wir können auch ein bisschen rauszoomen. Bringt uns jetzt gar nichts momentan, aber das ist wahrscheinlich wie der Kriegsnebel hier. Da wäre zum Beispiel ein Goblin. Ein paar Goblin-Räuber. Oh, es wird ein Schwierigkeitsgrad angezeigt. Hier wären Münzen. Ist jetzt leider steht hier nicht, wie viele Schritte das sind, ne? Und weiß man jetzt am Anfang noch gar nicht, ob man hinkommen könnte oder nicht. Weil da ist auch eine Münze, aber was zum Story-Mission. Rufen den stärksten Helden jeder Klasse herbei. Ist auch schwer, okay. Wo finden wir denn jetzt heraus, wo der vierte Held ist? Also hier ist zwar ein Pfeil drüber, aber das scheint ja sehr schwer zu sein für den Anfang, oder nicht? Also er springt da automatisch hin. Müssen wir das wohl mal machen. Der Ort, an dem du dich mit dem Helden von dem Plakat treffen sollst, ist verlassen. Aber als du näher kommst, entdeckst du in etwas Entfernung eine Gruppe Goblins. Möchtest du zu ihr gehen? Hierbei handelt es sich um eine Story-Mission. Wir werden die Helden mit der höchsten Stufe jeder Klasse herbeigerufen. Helden der interagierenden Gruppe werden bevorzugt. Oh, müssen wir jetzt mal einfach testen. Ne? Also das Schreiben für den Helden war wohl eine Falle. Irgendwas stimmt hier nicht. Hier rennen überall Goblins rum. Ich habe eine Jungfrau in Nöten erspäht, die dort drüben in einem Käfig eingesperrt ist. Was, er hat einen Käfig gesehen? Eine in Pelz gehüllte Frau steht in einem Käfig und ruft nach ihrem Goblin-Kerkermeister. Oh nein, Gitgorn schauen. Oh nein, Gitgorn schauen. Gold im Käfig finden. Komm näher und wir teilen Gitgorn. Alter, was? Das ist eine ziemlich muskulöse Jungfrau. Die Goblins trauen sich nicht so nah an Menschensiedlungen heran. Haltet die Augen offen. Betäubungsschutz. Oh, hier ist eine neue Sache. Bewegt ein Ziel auf ein näheres Feld. Greift den ersten Feind in Sicht an. Magie-Fail. So. Zwei Stück haben wir. 6 bis 7 Schaden. Wir müssen aber 9 verursachen. Das macht 6 bis 7. Halbiert den durch Angriff erlittenen Schaden. Objekte bewegen. Ah, wir können ihn auch betäuben. Also wenn wir hier... Wie machen wir das jetzt erstmal? Das ist ja hier schon wieder keine gerade Linie, ne? Also. Können wir Wirbelwind von hier hinten darauf anwenden? Auf viel. Cool, geht. Schon, nur die Wahrscheinlichkeit war nicht hoch genug. Bewegen wir uns mit dem dahin und treten jetzt den Baum um. Dann ist der betäubt. Also wenn wir uns mit dem hier so in eine Linie bewegen, dann geht das ja hier schon wieder nicht. Wir können aber auch nicht an dem vorderen Baum vorbeischießen, um den hinteren. Aber wir können von hier hinten schießen, oder nicht?
fehlt. Oh, super. Also keine mehr. Hier, die hat noch einen und er hat auch noch einen. Aber das reicht nicht, um nur noch ein Objekt verschieben. Oder uns bewegen. Bewegen wir uns mal lieber nicht. So. Bin auch die Magierin bestimmt. Prozent Chance. Okay. So, bewegen wir uns dahin. 19%, will mich ja wohl verarschen. Ah. 19% Chance, das ist doch. Den können wir nicht wieder einsetzen. Naja, machen wir das so. Sie kann aber noch in Deckung gehen. Und zwar, wo gehen wir mit ihr am besten hin? Da ist der andere Goblin. Sagen hier hinter dem Baum. So. Räubungsschutz hat der passiv. Und Angriffsgelegenheit passiv. Wie gehen wir denn jetzt mit ihm am besten hin? Am besten mal hinter den Baum hier. Aber mit dem hier können wir jetzt nichts mehr machen. Weil wir nicht genug Punkte haben. Dann beenden wir den Zug. So, stehen wir jetzt mit ihr in einer Linie hier oder nicht? 16% Chance. Was soll denn das? Sag mal. So. Prozent Chance. Wir können uns dahin bewegen und ihn gegen den Baum treten. Oder nicht? Müsste doch gehen. Ist er zumindest mal betäubt. Der Baum steht nicht mehr im Weg. Hat das die Chance erhöht? Ja, das hat die Chance erhöht. Und wir treffen natürlich den Drecksbaumstumpf. Gut, wir haben immerhin getroffen. Und der Baumstumpf verschwindet dann sogar. Ah, cool. Weil wir hinter ihm standen, unser jetzt automatisch angegriffen. Müssen wir da hochgehen. Gucken, sind hier irgendwo Gegner. Wir sollten uns dann hier in Schutz stellen. Dann kann die mal dahin gehen. Okay, da sind die nächsten. Er kommt. Dahin. Der Bogenschütze geht am besten da in Deckung. Ja. Mal gucken, was die jetzt machen.
Also wir können ja schon wieder nicht in eine Linie. Aber wir könnten mit ihr hier hingehen. Und darauf jetzt hier den betäuben. Können wir mit dem so weit laufen? 2 kostet uns das. Das kostet aber auch 2. Das auch. Okay. Also außerhalb dieser blauen Markierung hier kostet uns das dann 2 Aktionspunkte. Dann gucken wir mal, dass wir mit ihm dahin gehen. Ein weiter nach vorne. So. Wo gehen wir denn jetzt mit ihm hin? Mit was ist der denn bewaffnet? Schild und ein Schwert. Okay. Schild. Folgt. Okay. Ja, dann können wir uns einfach mit ihm hinstellen. Ah, okay, da ist noch einer. Der hat einen Bogen, so wie das aussieht. Wollen wir ein Objekt bewegen? Eigentlich nicht, oder? So. Okay, der kann von so weit hinten schießen. Also. Wir nehmen ihn. Gehen dahin. Schießen auf den. Mit ihr. Ja, wir schießen mal. Geht natürlich nicht. Dann schießen wir auf den hier. Erstmal den auch umhauen. Die hat noch einen Punkt, dann kann sie dahin. Er hat keinen mehr. Er hat noch einen. So. Wo stellen wir uns denn dann hin? Hier sieht doch gut aus, oder? ...18% Chance. So. Da müssen wir ja direkt vor ihm für stehen. Kostet uns 2 dahin zu laufen. So, wie kommen wir denn? Gehen mal dahin. Hm, 17%. Wir gehen hinter ihnen. Betäuben ihn. Jetzt probieren wir einfach auf ihn zu schießen. Verfehlt, war ja klar. Ah, er ist betäubt. Wir sind direkt wieder dran.
Ah, wir können mit den Leveln. Cool. Hier sind doch bestimmt noch irgendwo welche. Der geht ja bald hops. Hier hätten wir ein gutes Versteck. Und sie kommt dahin. Ah, endlich andere Helden. Eine Schlächterin. Was hat euch aus eurem Heim in der tiefgefrorenen Tundra hierher getrieben? Eine Lungenentzündung. Ah, Solaris macht eine Pause, um einen Weg aus der Sackgasse zu finden, in die dieses Gespräch geraten ist. Und wer ist euer ripperhafter Gefährte in dem anderen Käfig? Das Steve, er verhungert sein. Aber für spannendes Gespräch aus dem Reich der Toten zurückgekehrt. Die Tore der Unterwelt stehen offen, das Ende naht. Ja, das haben du schon mal gesagt, Steve. Du kein guter Gesprächspartner sein. Lassen mich dir Geheimnis verraten, du mehr zuhören müssen. Das ist unmöglich. Lebende Tote erheben sich nicht einfach so aus heiterem Himmel. Rita zuckt mit den Schultern. Also, natürlich keine Angst vor Tod. Heiße ihn mit offenen Armen wie ein Freund willkommen, aber vielleicht später bei bestem Freund sein. Zu helfen? Halte durch, gnädige Dame. Wir werden den Schlüssel vom Gefängniswärter beschaffen. Oh, da sind drei. Und? Zwei standen auch auf einer Erhebung. Dann haben die doch bestimmt einen Vorteil beim Schießen, oder? So, wir haben jetzt. Ja, wir haben ihn doch ausgewählt. Ich kann nicht ein Feld weiterlaufen. Ah, mit dem geht das jetzt. Das sind ja nur die hier hinten noch, ne? Stellen wir uns mit dem hier hin. Mit der Zauberin dahin. Oh je, noch mehr verdammte Helden. Dieses stämmige Stück hier hat meinen besten Fährtenleser einfach den Kopf abgerissen. Noch zwei meiner Leute getötet und versucht ständig mich dazu zu bringen, sie freizulassen. Komm näher an Käfig ran. Gitgrun will dir pikante Geheimnisse verraten. Ich denke, ihr Menschen seid intelligent, zart und köstlich. Ich weiß nicht, was dich und deine Leute hierher geführt hat. Aber ihr werdet eure Gefangene freilassen und sofort verschwinden. Das tue ich auf keinen Fall. Sie ist furchteinflößend, eine Bedrohung. Und ihr Gewicht in Gold wert. Der Dämonenkönig zahlt gut für unschuldige Jungfrauenopfer. Ritas Augenbraue zuckt zweifelnd nach oben und wiederholt still das Wort unschuldig. Dämonenkönig werden sein unzufriedener Kunde. Dann haben wir keine Wahl, macht euch bereit. Ich brauche aber noch den Jäger jetzt von hier hin. Also mit dem Jäger gehen wir in Deckung. Und zwar. Ja. Hier hin. Also wir können schon nicht ein Feld weiter angreifen, wie das scheint. Wo gehen wir mit ihr jetzt hin? Da ein Schild ist. Ah, das zählt als Deckung, okay.
So. Kann er da auch hin? Und von da hinten kann ich halt nicht schießen. Ja, wir machen jetzt mal. Ah, okay. Ja klar, die treffen oder was? Prozent. Könnten ja hier mal 74% nur. Wir kommen mit ihm da auch nicht hin. Dann können wir nicht mehr zutreten oder zuschlagen. Okay, okay, okay. Dann 5 bis 6 Schaden. Ja, wir müssen mit ihr einfach probieren. 2 bis 3 Schaden. Ja, töten wir jetzt erstmal einen, um sicher zu gehen, oder? Ja, wir probieren mal ihn zu betäuben da hinten. Okay, das hat funktioniert. Der ist betäubt. Kann er mal da hinlaufen. So. Da sind wir zu nah dran, um zu schießen. Ah, aber wir können hier hingehen. So. Ja, und sie kann da rumstehen. Ah, okay, er ist gestorben. So. Könnten ja hier hingehen, angreifen. Cool, da ist der Schlüssel. Müssen wir mit ihm noch Das ist jetzt aber ärgerlich, das ist ein anderes Feld. Dann gehen wir dahin. Nur das denn? Er geht nicht, schade. Der läuft immer weiter weg, der Typ. Also irgendwie glaube ich, die sterben gleich alle. Das funktioniert von hier hinten aber eher nicht, oder? Nee. Ist weit weg. Und dafür müssen wir neben ihm stehen. So. Mit ihr holen wir jetzt diesen Schlüssel da.
Gott, sammel doch den Schlüssel ein. Geht doch. Käfig große Einschränkung für spannende Abenteuer. Das Skelett wirkt auf einmal schwächer, seine Knochen blasser, seine Stimme ist nicht mehr als ein Flüstern. Die Tore der Unterwelt stehen offen, das Ende naht. Es freut mich, dass wir helfen konnten. Goblins wagen sich nur selten an unsere Städte heran. Habt ihr eine Ahnung, was sie hier getan haben? Haben sie sich vielleicht verdächtig verhalten? Dieter macht eine Pause, um sich zu erinnern. Goblins haben geplündert, Leute entführt, mit bösen Schatten gesprochen, dem Dämonenkönig Opfer gebracht. Aber sie haben nichts Ungewöhnliches getan? Dieter schüttelt den Kopf. Nee. Die Tore der Unter. Das Skelett zerfällt zu Staub. Merkwürdig. Solaris deutet auf die Überreste des Skeletts in dem anderen Käfig. Und was hat es mit diesem Mysterium auf sich? Ihr sagtet, dieser Unhold habe sich ohne die Magie eines Nekromanten erhoben. Yep, Steve sei vor 2 Tagen gestorben. 1 Tag später, er sei einfach wieder aufgestanden. Aber das ist völlig unmöglich. Die lebenden Toten können sich nicht aus eigener Kraft erheben. Es braucht einen Nekromanten, der dem untoten Geist eine Richtung weist. Sobald wir in der Stadt sind, kann ich das ganz einfach mit multivariablen Achsendiagrammen und damit ist das Theorem bewiesen. Es ist unmöglich, dass sich ein lebender Toter erhebt, ohne dass ein Nekromant in der Nähe ist. Rita zuckt mit den Schultern und deutet auf den Knochenhaufen, um ihr ganz eigenes Theorem zu beweisen. Seien ja auch egal, bevor mich Goblins gefangen genommen. Ich habe auf Gefährtenfreunde gewartet. Vielleicht ihr braucht eine starke Kämpferin. Ganz gewiss, Fräulein. Aurelien hat uns einen lukrativen Auftrag erteilt, für den wir 2 helfende Hände gebrauchen können. Wir würden euch gerne in unsere Reihen willkommen heißen. Prächtig. Ansehen bekommen? Okay. Rote D. Das erste Mal. Und Schwierigkeit C, also. Das erste Mal war nicht schlecht. Unser Jäger ist zwar draufgegangen, aber naja. Okay, Leute, ich rufe jetzt Aurelien für eine Besprechung an. Sie ist unser größter Kunde, also zeigt euch bitte von eurer Schokoladenseite. Ich muss die Studiengebühr für das nächste Semester bezahlen. Wenn das hier nichts wird, muss ich mich an die Kredithaie wenden. Und wir wissen alle, wie weit der Ozean entfernt ist. Die andere packt vorsichtig eine Kristallkugel aus und spricht in einer unbekannten Sprache vor sich hin. Das Wort Aurelien sticht hervor. Die Kugel wird heller und offenbart den Innenbereich einer Burg. Euer Gnaden, es ist mir wahrlich eine Ehre. Vielen Dank, dass ihr Lady Aurelien aus dem Hause Catilivo, Verteidigerin der Armen, Erlöserin der Geknechteten, Mittlere ihres Namens kontaktiert habt. Bitte wartet. Im Hintergrund wird beruhigende Hafenmusik gespielt. Dieter summt fröhlich mit, sehr eigengängig. Im Hintergrund ist ein kaum verständliches Gespräch zu hören. Meine Dame, da ist jemand an der Kristallkugel für euch. Ich werde mich gleich melden. Ich bin gerade erst angekommen und der Spaziergang war schrecklich. Also ich selbst bin natürlich in einer Kutsche gesessen, aber ich habe gesehen, wie jemand spazieren gegangen ist. Es könnte Lord Bellitry sein, Eure Hoheit. Er hat einen Paladin. Bellitry wurde auch Zeit. Der alte Bastard konspiriert schon seit Monaten mit dem Rat. Zu seinem Pech habe ich den Rat schon seit meines Putsches während meines 13. Geburtstags unter meiner Fuchtel. Verbinde mich. Verdammte Adlige. Oh cool, er ist ausgegraut, weil er tot ist. Leandra wirft Evon einen finsteren Blick zu. Einen guten Tag, hier spricht Lady Aurelien aus dem Hause. Das lese ich jetzt nicht nochmal vor. Ihr seid gegrüßt, Eure Ladyschaft. Ich bin Leandra und gehöre zu einer Gruppe aus 4 aufstrebenden Abenteuern. Wir haben euren Aushang gesehen. Aurelien ist für einen kurzen Augenblick überrascht, sammelt sich dann aber wieder. Ah ja, gut, gut. Eure Aufgabe ist entscheidend. Wie ihr wisst, ist eine Goblin-Horde in unserem
Portal aufgetaucht und stiftet Chaos, während die Streitmächte des Königs mit dem Erbfolgekrieg im Osten beschäftigt sind. Das erklärt einiges. Eine Goblin-Horde so nah in unserem geliebten Tal. Wir müssen die Waffen gegen die Eindringlinge erheben. Richtig, ihr Helden sollt eine Armee aufstellen, euch mit Hochfürst Avatas zusammenschließen und einen Überfalltrupp der Goblins nicht weit von eurer derzeitigen Position vertreiben. Hochfürst Avatas, Löwenmähne höchstpersönlich, es wäre mir eine Ehre, an der Seite eines so noblen Helden zu kämpfen. Aurelin verdreht die Augen und gibt eine einstudierte Stellungnahme ab. Trotz unseres Streites ist Hochfürst Avatas ein ehrenwerter Adliger, der seinen Heldenmut auf dem Schlachtfeld schon unzählige Male im Laufe seiner vielen Jahre unter Beweis gestellt hat. Gnädige Dame, sind auch alle Kosten gegeben. Aurelin rümpft ihre Nase. Ja, natürlich, beim nächsten Mal möchte ich über so etwas Banales nicht mehr sprechen müssen. Ich muss mich jetzt wichtigen Angelegenheiten widmen. Lebt wohl, mutiger Abenteurer. Die Kugel wird trüb. Rita blickt in die Gruppe. Das lief gut. Ich schätze schon, aber war das nicht so einfach? Vielleicht bin ich auch nur paranoid. Ihr habt sie gehört. Lasst uns eine Armee aufstellen und Avatas suchen. Ah, okay, da müssen wir dann hin. Wie können wir die denn jetzt aufleveln hier? Erfordert Stufe 3. Ah, wir können unsere Fähigkeiten auch verbessern. Ja, okay. Neue Fähigkeiten. Gewöhnliche Fähigkeit, gewöhnlich, klassenübergreifend. Bei Aktivierung erhält der Paladin für jeden Angriff auf den Paladin 1 AP. In der nächsten Runde gilt nicht für Angriffe mit Flächenwirkung. Effekte. Draufgängerhaltung erhält 1 AP für jeden die Einheit gezielten Angriff. Aktionspunkte kriegen wir doch sowieso wieder. So, jetzt Schaden 1. Minus 40 Genauigkeit für 2. Blendendes Schild. Abklingzeit 3 Züge. Ja, das lassen wir erstmal noch. Aber ist der jetzt automatisch? Stufe 2, ja, scheint so. Und sie auch. Cool, wir können. Die Fähigkeitspunkte haben wir bekommen. Und die dann investieren in bessere Zauber und sowas. So, kriegen wir in dem. Das ist immer noch Tag 1. 200 Münzen. So. Ah, okay. Gelb kommen wir hin. Weiß kommen wir nicht hin. Das ist doch cool. Dann wissen wir wenigstens, wie weit wir kommen. Ein paar Skelettschützen. Schwierigkeit nicht so hoch. Wir können ja das hier noch kurz machen. Das ist eine Truhe. Kampf. Ja, Kampf. Sündel nicht. Im Ernst. Also bis jetzt ein cooles Spiel. Ist rundenbasiert. Grafisch gut gemacht. Kann man ruhig empfehlen. Man muss ein bisschen nachdenken. Ist gut spannend. Es gibt auch Sachen zu bauen, zu entwickeln und alles. So, sind das jetzt nur die beiden da? Das ist ja so. So. Was ist denn, wenn wir mit ihr da hingehen? Ja, war ja klar. Sind nicht nur 51% Chance. Ja, krass. Der hat ja nicht mehr in die richtige Richtung gezielt. So, was kann die jetzt? Schaden 3. Gehen und treten und locken. Das. Die schon wieder ein Feld weiter sein müssen. Das ist doch
Also wir kommen hin, aber können nicht mehr angreifen. Ja, dann stellen wir uns halt hier hin. Ich habe das Gefühl, die können sich viel weiter bewegen als wir. Welchen tötet man als erstes? Das hat auch alles Abklingzeit. Also, die sind ja dann völlig nutzlos nach einer Runde. Oder stehen wir einfach zu nah dran? So. Wir können bestimmt nicht. Also wir können ja einen Gegenstand. Warte. Okay, cool. Falsche Taste gedrückt. Eigentlich wollte ich den hier, den Kessel, gegen den schießen. Nicht so geklappt. Jetzt hat er keinen Autoangriff, okay. Er hat noch 7 HP. Können Sie von da? Na, das fällt ja dann auf den hier. Ja, dann greif du doch mal den da an. Oh, danke. Du. Geh mal hier, ja, hier hin. Gucken wir mal, ob wir jetzt die Truhe nehmen können. So. Der Magier der Stadt ist kürzlich verstorben. Wer sein Haus betrat, verließ es als Krüppel. Du erkennst die Wirkung von Elfenstaub und triffst die nötigen Vorkehrungen, ehe du in das Haus gehst und die gefährliche Substanz zum späteren Gebrauch in einem Gefäß versiegelst. Elfenstaubgefäß. Gewährt die Fähigkeit Elfenstaub, fügt einem Feind einen Zug gelähmt zu. Kann nicht verfehlen, unbegrenzt einsetzbar. Cool. Jetzt kommen wir natürlich nicht in unsere Stadt zurück. Ah. So. Ah, das Ganze war jetzt ein Zug. Okay, und jetzt haben die Feinde dann auch, wie es am Anfang hieß, was gemacht. Ja, dafür sind wir irgendwie zu schwach. Gruppe Bauern, warum sind die Bauern feindlich? Gehen jetzt mal in die Stadt und gucken mal. Aber ich glaube, das mit den Helden ging nicht, ne? Wir müssen jetzt, wenn dann, echt einen neuen kaufen. So. Also die Max LP erhöhen, das wäre ja auch cool, ne? Oder mehr Geld pro Tag. Ja, nee, wir nehmen mal lieber Krankenhaus auf. Meinetwegen dahin. Ach, super, das dauert jetzt auch noch ewig, ne? So. Auf Gildenaufwertung. Hey, da.
Das nächste würde Universitätsstufe 2 leuchten wir da. Anzahl der Inventarplätze. Wir haben ein Inventar. Schuhe kostet 120. Boah, ein Aktionspunkt mehr. Also das sollten wir wohl als erstes machen. Hier, also hier wird eine Tasche jetzt angezeigt. Was ist denn da drin in der Tasche? Ah. Okay. Oh, wir können sie auch umbenennen. Hier sehen wir Erfahrungspunkte. Kann die Frisur ändern. Beharrlich, positiv. Skillbaum wird ab Stufe 2 freigeschaltet. So, also wir haben diesen Elfenstaub. Aktionstrank. Ein himmelblauer Trank, der stark vibriert. Gewährt einen Aktionspunkt. Da ist die Frage, dauerhaft oder wie das hier, weil das ist ja dauerhaft. Kann nicht verfehlen, unbegrenzt einsetzbar. Ah, okay, so. Einfach draufklicken, dann geben wir es sofort der ausgewählten Person. Okay, ja, was kann ja die Magierin nehmen? Man hier noch Sachen dazu sich holen kann dann? Es gab ja auch negative Eigenschaften. Okay, jetzt wissen wir wenigstens, wie das Inventar funktioniert. Einfach draufklicken. So, Burg. Sehr tote Leiche. Ja, wir gönnen uns jetzt mal. Boah, 350 Münzen. Der gute Alchemist. Magie. Die findet man einfach. Okay. Jetzt wissen wir auch, wie wir an die Magie kommen. Und scheinbar gibt es ja trotzdem ein tägliches Einkommen von Magie. So, was ist hier? Der hier? Boah, der ist bestimmt sau stark. Da sind noch Goblins und eine Truhe mit Geld scheinbar. Diesen Rübenmünzen. Also Alchemist, das hört sich an wie ein Laden. Da brauchen wir bestimmt mehr Gold für. Gut, ich würde sagen, jetzt haben wir einen guten Eindruck von dem Spiel bekommen. Man kann ja wieder viele Sachen freischalten. Und es so mit Zügen, mit Schritten, dass man immer aufpassen muss. Aktionspunkte, wie man was macht. Also gut komplex gemacht, das Spiel. Euch gefällt das auch. Man kann es ja scheinbar auch noch nicht nur so spielen. Gehen wir am besten in die Burg. Ich weiß nämlich nicht, wie das hier mit Speichern ist. Ah, cool, mit Escape landet man außerhalb der Burg. Wir speichern das einfach mal. So. Möchtest du wirklich aufhören? Der nicht gespeichert wurde. Ja, haben wir ja gerade gespeichert. Gibt ja hier auch noch dieses Geplänkel. Da sind diese anderen Völker ja dann freigeschaltet. Ah, dann spielen wir gegen andere. Also gegen KIs dann, stimmt. In der Gruft, in Höhlen. Utopie des Waldes kann man machen. Kampfgoblins, die ruhenden Toten oder halt die Menschen, die wir gerade hatten. Oh, warte mal, hier gibt es noch Fortgeschritten. Oh, ach nee, schade, ich dachte, man kann hier Städte. Also man kann nicht jede KI einzeln einstellen. Mensch oder KI? Ah, also man kann das wirklich dann, wie es ja am Anfang hieß, Multiplayer und sowas hier. Ah, das ist schon spannend. Kann man viel mitmachen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet,
Könnt ihr ja sagen, ob ihr das Spiel auch habt, ob ihr das mögt oder so. Vielleicht holt ihr euch das ja auch. Macht ja scheinbar auch gut Spaß. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.